Attacke. War jetzt, glaube ich, 8-9 Tage nicht hier, weil ich Corona hatte. Workout auch geschafft heute. Sehr herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich darf heute hier in dem Hausflur die Wände schön machen. Hier gab es Probleme mit Feuchtigkeit von außen. Das wird behoben. Was ihr jetzt aber beachten müsst beim weiteren Aufbau, zeige ich euch in diesem Video. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir haben hier das Haus bzw. die Etage, wo wir uns gerade befinden. Das ist Souterrain, das heißt, wir sind unter dem Niveau von der Straße. Und teilweise haben wir auch hier hinter dem Mauerwerk direkt Erde. Und das war von außen nicht sauber abgedichtet, deswegen hatten wir hier im unteren Bereich. Man sieht es auch ganz schön, hier das Ganze wurde schon verputzt mit einem Renovierputz. Mineralisch, dass das Ganze auch diffusionsoffen ist. Ja, das Problem von draußen, das wurde behoben. Hier war noch zusätzlich das Problem, dass wir Tapete auf der Oberfläche hatten. Wurde früher ganz viel gemacht, würde ich aber, wenn es irgendwie geht, also so eine Rauffasertapete war hier drauf, würde ich besonders in solchen Bereichen nicht empfehlen, weil da einfach die Wände nicht mehr diffusionsoffen sind. Deswegen werden wir jetzt das Ganze silikatisch aufbauen mit Silikatprodukten. Das heißt, wir werden das Ganze erst grundieren, dann spachteln und dann streichen. Das Ganze alles mit Silikatprodukten, welche genau zeige ich euch noch hier in diesem Video. Als allererstes werden wir jetzt den Boden abkleben, angrenzende Bauteile wie Türen, Fenster und hier die Einbauschränke und dann ja, geht's los. So, wir haben hier eine Holzpaneldecke mit Leisten in den Ecken. Die werden wir entfernen, dass wir wirklich bis zur Decke hocharbeiten können und die Leisten kommen dann später wieder drauf. Und vielleicht kann ich den Kunden auch noch überzeugen, die Decke weiß zu machen. So, wenn ihr abklebt, dann nochmal wirklich eine Empfehlung von mir. Nehmt gutes Klebeband. Ich arbeite hier mit einem Goldband. Das verlinke ich euch auch nochmal unter dem Video in die Videobeschreibung. Das Goldband, das könnt ihr auch noch nach 2-3 Wochen entfernen. Kriegt das sauber wieder runter. Habt keine Klebereste auf den Fenstern, Türen oder sonst wo. Und es macht einfach viel mehr Spaß, damit zu arbeiten. Das klebt. Das tut das, was es tun soll. So billiges Crepe, da, ja, da regt euch mehr drüber auf. So, jetzt ist alles weit abgeklebt. Jetzt geht es mit dem nächsten Schritt weiter und jetzt kommt es auch ein bisschen darauf an, was ihr für einen Untergrund habt. Wir haben hier einen alten Putz, der tapeziert gewesen ist und hier sind auch teilweise noch so kleine Tapezierfetzen oder so Pickel, die irgendwo abstehen und das wird alles stören irgendwo beim Spachteln später. Deswegen werde ich jetzt einmal noch das Ganze mit der Schleifgaraffe schleifen und im Anschluss grundieren. Grundieren auch vom Spachteln kommt immer ein bisschen darauf an, ob ja, der Untergrund, wenn der Untergrund stark saugend ist oder sandet, solltet ihr auf jeden Fall grundieren. Wenn jetzt ihr einen neuen Putz habt, den ihr dann direkt verspachteln wollt, ist es nicht zwingend notwendig, dass ihr dann nochmal extra grundiert, sondern könnt dann eigentlich direkt verspachteln und nach dem Schleifen dann am Ende, bevor ihr streicht, dann grundiert ihr. Ja? Hier ist es nochmal ein bisschen anders. So, schleifen werde ich das Ganze mit meiner Versul Planex 2 und 80er Schleifpapier. Damit komme ich ganz gut zurecht und die kleinen Flächen, dafür nehme ich dann nochmal gleich den Delta-Schleifer. So, mit dem Schleifen bin ich durch. Jetzt geht es an die Grundierung. Das Ganze mache ich mit Stoprim Silikat. Das ist eine passende Grundierung zu der Silikatfarbe und dem Silikatspachtel von Sto. Die Produkte hier aus dem Video, die findet ihr bei mir im Onlineshop farbenprofi.de. Blende ich euch hier auch nochmal ein. Link ist in der Videobeschreibung, dann kommt ihr direkt zu dem Produkt. So, ich werde das Ganze auftragen mit so einer kleinen Spritze. Das ist, normalerweise nehme ich eine größere, aber hier wäre nicht viel Fläche. Das könnte ich jetzt auch mit Rolle oder mit einer Bürste auftragen. Ich mache es aber jetzt schnell hier mit. Die Grundierung, die trage ich jetzt hier in dem Fall unverdünnt auf. Die könnt ihr aber mit 30 bis zu 50% Wasser verdünnen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie stark der Untergrund saugt. Wenn ihr jetzt einen extrem stark saugenden Untergrund habt, der auch sehr sandet, würde ich euch nicht empfehlen, die Grundierung zu verdünnen. Wenn es in die andere Richtung geht, dann könnt ihr da gerne noch ein bisschen Wasser dazugeben. Musik.
So, jetzt ist alles grundiert. Das Ganze muss jetzt ca. 8 Stunden trocknen. Das heißt, wir kommen morgen wieder und dann geht es an Spachteln. Bis morgen. So, wir haben jetzt den nächsten Tag die Grundierung, die ist gut durchgetrocknet. Ich werde jetzt nochmal, das ist mir gestern schon aufgefallen, habe ich euch noch nicht erzählt, und zwar haben wir hier an der Eckschiene, hier in der Tür, haben wir Rost. Ja, ich habe das auch schon so versucht, so ein bisschen wegzuschleifen, kriege es aber nicht komplett weg. Wenn ich jetzt hier drüber spachtel und dann später drüber streichen würde, wird sich der Rost immer wieder durchdrücken. Deswegen mache ich jetzt hier so ein Isolierspray drauf, das isoliert aber den Rost, sodass er später aber nicht mehr sich durchdrücken kann. Isolierspray findet ihr auch bei mir im Online-Shop, Link in der Videobeschreibung. Hier ist alles zu eng. Hier ist gut. Hier haben wir noch ein bisschen. So, spachteln werden wir heute mit dem Stohlevel in Sil. Ja, das ist ein Silikatspachtel oder ein Dispersionssilikatspachtel. Der sorgt einfach dafür, dass die Wände auch später noch weiterhin Feuchtigkeit aufnehmen können und abgeben können. Der ist jetzt relativ dick. Ich würde immer empfehlen, den zuerst aufzurühren, dann zu verarbeiten. Ich mache jetzt noch einen halben Liter Wasser dazu, weil wir das Ganze vollflächig verspachteln werden. Dann ist er einfach noch mal ein bisschen cremiger von der Konsistenz. Ich muss wahrscheinlich auch sagen, dass das mittlerweile mein Lieblingsspachtel ist, weil der sich einfach klasse verarbeiten lässt und Top-Eigenschaften hat. Und ja, ich meine, was will man mehr zum Glätten? Ne? Das ist nicht zum Füllen, der ist, glaube ich, bis maximal 3 mm Stärke nur auftragbar. Das heißt, immer dann für den letzten Arbeitsgang, um die Wände dann richtig glatt zu kriegen. So, die Spachtelmasse, die ist jetzt schön cremig, also damit kriege ich wirklich schön die glatten Wände hin. Das ist auch das Werkzeug, mit dem ich arbeite. Ja, damit komme ich am besten zurecht. Ich habe hier den breiten Spachtel, da kann ich hier direkt von meiner Traufel das Material sauber abziehen. Ich habe immer sauberes Werkzeug. Ja, das Coole an der Spachtelmasse ist auch, also im Eimer wird es nicht hart. Das heißt, ihr könnt den ganzen Tag mit dem offenen Eimer arbeiten und habt einfach nicht den Stress, dass ihr jedes Mal das Material anrühren müsst. Das wird dann hart, dann bröckelt ist, dann müsst ihr das sauber machen und so. Das ist hiermit einfach nochmal viel angenehmer. Okay, Attacke. So, der Untergrund hier, der ist nicht gerade. Hier sind Wellen drin, gerade so am Rand, so Beulen. Das heißt, man kriegt es auch beim ersten Mal nicht perfekt hin. Ist aber auch gar nicht schlimm, sondern ihr müsst halt schauen, dass ihr so ein bisschen Schicht aufträgt, dass ihr keine tiefen Dellen habt oder Löcher. Das müsst ihr alles schön füllen und dann ist das Ganze erst nach dem Schleifen halt schön ordentlich. Ne? Deswegen versucht ihr jetzt nicht irgendwie das perfekt glatt zu kriegen. Die meisten verlieren dabei einfach viel zu viel Zeit. Schön gleichmäßig auftragen und später nach dem Schleifen muss es gut sein.
So, ich habe jetzt alles einmal vollflächig verspachtelt. Das Ganze, das muss jetzt trocknen bis morgen. Hier ist jetzt auch wichtig, draußen ist gerade ziemlich kalt, dass ihr ja den Raum auch normal beheizt, dass das Ganze hier 20, 22 Grad warm ist, dass es auch gut trocknen kann, gerade so die Stellen, die ein bisschen dicker aufgetragen sind. Ja, und dann geht es morgen weiter, dann wird geschliffen und wir sehen uns morgen wieder. So, ich bin wieder da. Ich werde heute die Wände schleifen. Ich war jetzt, glaube ich, 8-9 Tage nicht hier, weil ich Corona hatte, in Quarantäne musste. Das hat mich auch erwischt und ich bin aber froh. Ich habe es hinter mir, war auch nur ein leichter Verlauf. Deswegen alles gut und jetzt umso motivierter hier weiterzumachen und das Ganze fertig zu machen. Jetzt werde ich schleifen mit Schleifgaraffe und die Ecke mache ich mit dem Delta-Schleifer an. So, die Flächen bin ich durch, jetzt kommen die Ecken dran. Und Schleifen mache ich heute mit 180er Schleifpapier. So, jetzt geht es weiter mit dem Delta-Schleifer. Damit mache ich die Ecken überall da, wo ich mit der Giraffe nicht drin gekommen bin. Da arbeite ich auch mit dem Staubsaugeranschluss, dass wir wirklich keinen Staub haben oder nur Minimalstaub. Das Ganze ist ja hier noch bewohnt und das funktioniert wirklich sehr gut. So, im Schleifen bin ich durch. Der nächste Arbeitsschritt ist jetzt das Ganze nochmal grundieren. Auch ganz wichtig, dass ihr nach dem Schleifen immer grundiert. Habe ich euch vorhin schon gesagt. Und das mache ich jetzt auch wieder mit der Stoprim Silikat. Und ja, das war's dann für heute. So, heute geht es an den Anstrich. Die Grundierung, die ist durchgetrocknet. Das Ganze werden wir mit der Stokolor Sil Premium streichen, getönt. Heute werden wir nicht weiß streichen. Das ist eine klasse Farbe, die verarbeite ich wirklich sehr gerne. Die hat eine Top-Deckkraft, also Deckkraft Klasse 1 und Nassabriebs Klasse 1. Ist eine Silikat-Dispersionsfarbe, also hat auch super Eigenschaften, ist diffusionsoffen und hat so einen natürlichen Schimmelschutz. So, die werden wir heute verstreichen. So, Farbton passt. Und als Werkzeug habe ich einmal ein Heizkörperpinsel, eine kleine Walze und eine große Walze. Kurzflor, weil wir haben glatte Oberflächen, dass wir auch wenig Struktur hinterlassen und am Ende wirklich ein schönes Oberflächenbild erzielen. So, ich werde jetzt noch mal ein bisschen durchschütteln, die Farbe. Wenn die getönt kommen, sind die schon meistens gut aufgerührt. Ja, die Farbe wird ja immer auf Bestellung getönt. So, Workout auch geschafft für heute. Jawohl. So, ich mache jetzt zuerst mit der kleinen Walze die Ränder, gerade so an der Tür oder auch an dem Sockel. Überall, wo ich mit der großen Flächenwalze nicht hinkomme, beziehungsweise mit der großen Rolle und im Anschluss gehe ich dann mit der großen Walze die Flächen einmal durch. So, ich bin jetzt einmal durch mit dem Anstrich. Jetzt machen wir gerade kurz Mittagspause, lassen das Ganze trocknen und gucken, ob wir danach schon den Zweitanstrich machen können. Das ist auch ganz wichtig. Wir hatten hier noch keine Farbe drauf. Frisch gespachtelte Wände würde ich immer empfehlen, zweimal zu streichen. Das werden wir heute auch machen. Und ja, lassen das Ganze aber jetzt erstmal antrocknen. So, wir haben jetzt knapp 2 Stunden gewartet. Also auch wenn ich jetzt so mit der Hand drauf gehe, da ist nichts mehr feucht. Wenn ihr die Zeit habt, dann wartet ruhig bis zum nächsten Tag und streicht dann nochmal rüber. Wir gehen ja jetzt aber nochmal drauf. Wir haben hier Silikatspachtel unten drunter. Das sorgt auch nochmal dafür, dass es ja, schneller trocknet, wie vielleicht bei euch. Und
Ja, das reicht jetzt. Gehen wir mal einen zweiten Anstrich und dann sind wir durch. So, das Abklebematerial ist entfernt, Projekt ist abgeschlossen. Eine Sache, die ich noch machen muss, das mache ich wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche, ist den Sockel noch mit Acryl ausspritzen. Ist aber dann auch schnell gemacht. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Projekt, dann schreibt es einfach unter das Video in die Kommentare und ich versuche, das so schnell wie möglich zu beantworten. Die Produkte aus dem Video findet ihr in meinem Onlineshop farbenprofi.de. Würde mich auch freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Und ja, das war's für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.